Wir benötigen Eiweiß, Zucker, Wasser und Waffelplatten. Ihr benötigt aber nur eine Packung Waffelplatten. Das Eiweiß wird mit etwas Zucker in eine Rührschüssel gegeben und zu sehr steifem Eischnee geschlagen. Der restliche Zucker kommt mit Wasser in einen Topf und wird auf den Herd zu Sirup eingekocht. Die Waffeln werden in Kreise ausgestochen, am besten ihr nehmt euch einen Keksausstecher dazu und verteilt sie dann am besten auf eurer Arbeitsfläche auf Backpapier. Wenn euer Sirup fertig ist, wird er unter ständigem Rühren zur Eiweißmasse gegeben und immer weiter gerührt. Das Ganze sollte so lange gerührt werden, bis die Masse ausgekühlt ist. Wenn die Masse ausgekühlt ist, sollte ein relativ fester Schaum entstanden sein. Das Ganze füllen wir uns dann in einen Spritzbeutel. Ich habe dazu eine Lochtülle genommen. Ihr könnt es aber auch ohne Tülle machen. Und dann versuchen schön gleichmäßig den Schaum auf eure Waffelplatten aufzuspritzen. Wenn alles bespritzt ist, lassen wir das Ganze kurz antrocknen. In der Zwischenzeit könnt ihr euch eure Schokolade schmelzen. Jetzt kommt die Schokolade noch darüber. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.